So, mal schnell eine kleine Spezialisierung eingedrückt. So. Bist du ready? Warte, ich bin noch nicht ganz ready. Okay. Ah, Professor Miau. Gott. Wow. Au. Ich tue mir heute wieder selbst weh. Mein Lieblingstag. War natürlich nur ein Spaß. Bevor die Leute wieder denken, das ist so einer. Timmy. Finstere Zeiten verlangen Opfer. So, ich kann mal ein bisschen rumstreamen hier, ein bisschen was angucken. Ja. Das ist ja interesting. So, aber ich werde jetzt auch mal ein bisschen was ändern, mal wieder. Braucht ihr Hilfe? Ja, geht. Das geht voll. Oder auch nicht. Bist du denn jetzt bereit? Warte kurz. Auch nicht richtig? Nee. So war das richtig. So, da sind wir auch schon wieder. Denn es hat dann doch ein klein wenig länger gedauert. Da habe ich mir gedacht, gut, machst du mal doch mal schnell die Aufnahme aus. So, ja, jetzt muss ja ich eröffnen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Richtig, richtig. So, und dann schauen wir mal, was Logan jetzt zu erzählen hat. Ist natürlich genau dasselbe. Nur halt, dass wir jetzt einen anderen Weg wählen. Hallo Logan. Ich habe herausgefunden, was zwei Klingen Pete plant. Er und seine Bande wollen den Stadtbrunnen vergiften. Während alle krank sind, brechen sie in die Läden ein und stehlen, was sie wollen. Gerissen. Er wird vielen Unschuldigen schaden. Frauen, Kindern. Pete muss aufgehalten werden. Es kommt noch schlimmer. Meiner Quelle zufolge weiß Pete, wo Quinn sich versteckt. Die Bande glaubt, Quinn habe über die Sache mit der Arzneikundlerin geplaudert. Zwei Klingen Pete ist unberechenbar. Euer Freund ist in großer Gefahr. Ihr müsst Quinn da rausholen, bevor ihm etwas zustößt. Ich sehe das anders. Man stellt nicht das Wohl eines Einzelnen über das einer ganzen Stadt. Einer oder viele? Ich habe schon glatt vergessen, dass du weiße Haare hast. Solche schweren Entscheidungen treffen. Ich hoffe nur, dass die euren bessere Ergebnisse zeigen werden als meine. Ja, kannst du mal sehen, wie schnell es geht, ne? So. Mhm. Ich weiß, ihr müsst eine schwere Entscheidung treffen. Uns bleibt aber nicht viel Zeit. Was wollt ihr tun? Ja, diesmal, natürlich nehmen wir den anderen Weg, ist ja logisch. Quinn ist mein Freund, aber ich kann nicht zulassen, dass Unschuldige sterben. Ich muss an das Wohl der Mehrheit denken. Richtig. Seid ihr sicher? Wenn ihr euch erst entschieden habt, gibt es kein Zurück mehr. Ja, ich bin mir sicher. Ihr trefft die richtige Entscheidung. Geht zu Grants Speicher. Ich komme mit dem Einzelraffentrupp dorthin. Verstehe. So, jetzt hab auch ich beendet. Butter. So. Schön. Sit. So. Dann weiter geht's, und zwar das Wohl der Allgemeinheit hindert die Banditen daran, den Brunnen von Grenzspeicher zu vergiften, trifft Logan auf dem Schädelplatz. Hört sich natürlich sehr fies an, ne? Wir kommen auf dem Schädelplatz, hier werdet ihr exekutiert. Mhm. Wie ich sehe, du hast dich mal schnell hinteleportiert. Natürlich. Ach ja, da müssen wir... Ach komm, doof gehustet. Der Schädelplatz ist hier. Da ich ja keine Questmarkierung habe, muss ich auf dich warten. Ja, ich weiß. So, machen wir es mal so. Sieht ein bisschen anders aus. Ich will ja nicht immer komplette Rüstung rumlaufen. So, geh einmal runter. Wupp. So. Die kurze Strecke laufe ich ausnahmsweise mal. Ist ja nun nicht ganz so weit. Ist ja gleich um die Ecke im Gegensatz zu vorher. Wir lieben unsere Königin. Ihr nicht? Dann raus mit euch aufs
Alles klar. Was wird euch los? So, stehst sogar fast richtig. Okay. So, möchtet ihr die Instanz betreten? Ja, möchte ich. Kommst du mit? Natürlich. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich alleine. Das Wohl der Allgemeinheit. Ist nicht weit. Bleibt zusammen. Was war denn mit ihm, ey? War der zuletzt auf einem Rave oder was? Hyper, hyper! Oh Gott, der war schlecht. Alt. Oh, ganz viele Banditen. Ja. Aber die fanden den gut, die kommen gleich zu mir gerannt. Das gibt's doch nicht. So, Hallöchen. Und auf Wiedersehen. Hui. So, mal schnell weitergerollt. Ey, das ist mein Tritt. Ey. So, kommt der Sniper wieder von hinten, das gibt's doch nicht. Das sind. Nein! Das ist doch nicht. Au! Euer Ernst, ey. Nicht dein Serious. Schweinebacken, ey. Hallösche, Poppesche. Hat's weh getan? Das hoffe ich doch. So. Was ist die komische Heuler? Ach, da ist die Heuler. Ja, die steht da oben auf dem Bunker. Ich würde sagen, kannst du mir auch ein bisschen Deckung nebenbei geben? Die wollen ein bisschen was von mir. Die Schweine. Ja, Moment. Du kriegst doch schon die Pfeilhagel. So, die alte ist down. Sehr schön. Ich glaube, von ganz oben kommt jetzt nochmal zwei. Ja, genau. Da kommen nochmal welche. Ja, da kommen nochmal ein, zwei Wellen. Ja, das ist ja nicht viel, was ihr habt, ey. Hui! So, mal ein bisschen hin und her getänzelt. Huch! Halt! Stopp! Ach, da! Naja, die kommen dauerhaft von oben. Ihr macht Witze, oder? Nee. Ich mach niemals Witze, wenn es um die Allgemeinheit geht. Oh, kommt da noch eine Welle, ey? Ist das euer Ernst? Ja, ein paar kommen noch. Ach ja. Für Sparta! Ah ne, halt, falscher Kontext. Jetzt sind sie alle besiegt. Jawohl. Schluss damit. Ihr habt gewonnen. Glückwunsch. Ihr habt mein größtes Experiment verdorben. Zu schade, dass euer Freund Quinn nicht da ist, um mit euch zu feiern. Was soll das heißen? Wo ist Quinn? Er ist tot, Held. Wir haben von der Arzneikundlerin gehört. Niemand ruiniert den Gipfel meiner Karriere, ohne dafür zu büßen. Zwei Klingen, Pete, hat ihn ausgenommen wie einen Truthahn. Ihr findet das komisch? Ich werde euch und eure ganze Bande umbringen. Beruhigt euch. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Miststück bekommt, was es verdient. Seraph, bringt die Gefangene weg, bevor ich sie in Streifen schneide und an die Harpien verfüttere. Pete hat Quinn getötet. Pete muss dafür bezahlen. Ich habe euch geholfen, Hauptmann, und nun bitte ich euch um diesen Gefallen. Ich will zwei Klingen Pete im Grab sehen. Abgemacht. Hört mal, Pete wird als nächstes hinter euch her sein. Er kann es sich nicht leisten, euch am Leben zu lassen. Trefft mich in der Taverne. Wenn Pete euch sucht, werden wir ihm auflauern. In Ordnung. Aber wenn Pete nicht zu uns kommt, nehme ich die ganze Stadt auseinander, bis ich ihn gefunden habe. Das hört sich doch mal vielversprechend an. Aha. Karma bekommen. Ja, hatte ich ihm gerade die ganze Zeit auch. Schön. Ja, ne? Ein Traum. Pretty amazing.
Level up. So, dann gehen wir auch schon, gehen wir gleich weiter, denn hier, auch wenn sich im Grunde der Kampf jetzt noch einmal wiederholt, aber das ist ja egal, denn diesmal ohne Quinn und diesmal auch mit einem etwas anderen Text. Ja. So. Also kriegt der Milchbubi jetzt nochmal einen auf der Lunte. Richtig. Oh, Mensch, Entschuldigung, kleinen Moment. So, wieder da. Dann wollen wir mal. Genau, und los geht's. Ja, los geht's. Mit. Los geht's, auf geht's, ab geht's. Gift hat seinen Preis. Genau. Sagt euch der Name Quinn etwas? Junger Kerl, bisschen zwielichtig, kleiner Halunke. Hab ich nie gesehen. Wird er auch nicht mehr. Er hat zwei Klingen Pete verraten. Die eine Hälfte von ihm haben sie aus dem See gezogen, die andere lag im Brunnen. Oi. Na, dafür kriegt Quinn auf jeden Fall weg auf der Leuchte. Ich glaub's, ich glaub es. Pete hat den Freund des Helden von Shaymore getötet. Zwischen den beiden wird es bald krachen. Wenn du wüsstest, Schätzchen, wenn du wüsstest. Mhm. So. Willst du denn hin? Ich wollte mal gucken, ob es noch einen weiteren Dialog gibt. Ja, habe ich gerade auch kurz geguckt, aber da gibt es jetzt nicht nochmal irgendwie was, oder? Hallo, Schade. Hallo. Nee. Hm. So. Hauptmann Thackeray. Schon wieder. Versteckt euch mit Petra oben. Hui. Es könnte hässlich werden und ich will nicht, dass euch was zustößt. Könnte. Trink für mich. Und bitte stell nicht wieder jetzt falsch die Falle auf, bitte. Okay. Zwei King Pete wird in Kürze erscheinen. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Es ist Zeit, die meinen für alle mal eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid wegen Quinn. Wir werden Pete aufhalten und dem Namen eures Freundes eine ordentliche Lektion erteilen. Quinn schlug seinen eigenen Weg ein. Er fehlt mir. Pete wird bezahlen. Ich sorge dafür. Das wollte ich hören. Wir werden zwei Klinge Pete's Arroganz gegen ihn verwenden. Er will euren Kopf. Und den meinen dazu. Weil wir seine Brunnenvergiftungspläne durchkreuzt haben. Ich bin bereit. Wie lautet der Plan? Boah, so, jetzt, nee. Zwei Klinge Pete schickt einige seiner Schläger, die Drecksarbeit für ihn erledigen sollen. Aber ich kenne Pete. Er wird nicht weit sein. Er sieht gern zu, wenn er siegt. Wenn ihr die Schläger lange genug aufhalten könnt, wird Pete sich einmischen müssen, um es selbst zu Ende zu bringen. Was mit euch? Nur keine Sorge, wenn zwei Klinge Pete sein hässliches Gesicht zeigt, werde ich ihn aus dem Hinterhalt überfallen. Aha, ist ja interessant. Mit unseren vereinten Kräften wird er nicht die Spur einer Chance haben. Ich vertraue eurem Urteil. Fangen wir an. Mit Pete werden wir fertig. Ich kenne Char, neben denen er wie ein Plüschtier aussieht. Und Asura, deren Worte Glas zerschneiden können. Hallo. Was macht ihr hier? Wisst ihr nicht, dass Pete auf dem Weg hierher ist, um euch zu töten? Darauf verlasse ich mich sogar. Tapfer wie immer. Hört mal. Ich nehme euren Rat an und steige aus. Macht nichts Dummes, wie euch töten zu lassen, bevor ich euch richtig danken kann. Keine Sorge. Ich kümmere mich um Pete. Wir sehen uns wieder, wenn das alles vorbei ist. Darauf werde ich euch festnageln. Kannst du gerne tun, Schätzelein. So, bist du bereit? Ja. Das freut mich. Ich brauche Verstärkung! Nehmt das! Jetzt geht der Kampf richtig los. Felix? Von jetzt? Ja? Was war denn jetzt los? Sonst immer der Erste, der einen Bogen zückt und schwingt. Felix? Ihr scherzt, oder? Ja, ich bin da. Bist du... Jau. Du bist gerade bei mir einmal so quer, so... durch die Taverne gestraft und jetzt... tust du gerade nichts mehr.
Kann sein, dass du gerade ein bisschen am Rum vorausfliegen bist? Ja, Felix, ich glaube nicht nur ein paar Lags, Alter. Das ist oh, jetzt geht's wieder. Ich glaube, du klingst bei mir auch wieder ganz in Ordnung. Ihr glaubt, ihr seid schlauer als Pete, ja? Glaubt, ihr könnt mir schaden. Ich sag euch was. Da waren ganz andere erfolglos. Ach ja? Seht mal, so leicht lasse ich mich nicht einschüchtern. Tödlich erfolglos. Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Und wie? Das Gefängnis ist voll, Pete. Lassen wir das Gericht und kommen wir gleich zur Hinrichtung. Ja. Ja, genau. Ah, das Bild bewegt sich doch flüssig. Ich hab mich gerade gewundert. Also erst kommt nix, dann kommt auf einmal ganz viel, dann kommt wieder nix. Das war gerade schon... sehr komisch. Ja, so könnte man das natürlich auch nennen. Wir sehen uns wieder. Ja, Lunge, wenn du zwei Klingpiet wieder siehst, dann wundert mich das sehr, Kollege Schnürschuh. Sehr beeindruckend. Ihr habt zwei Klingenpiet aufgehalten und seine Banditen aus Götterfels vertrieben. Danke. Ich bin nur froh, dass Pete endgültig aus dem Geschäft ist. Es tut mir leid um euren Freund, aber ihr habt hier viele Leben gerettet. Ich sorge dafür, dass die Königin von eurem Heldenmut erfährt. Und von Quinns. Bei der Königin angeben? Ja, das hätte Quinn bestimmt gefallen. Ich melde mich. Die Seraphen können stets vertrauenswürdige Freunde gebrauchen. Ich bin bereit. Danke, Hauptmann. Tja, Pete ist fort und ihr seid wieder da. Die Straßen sind jetzt viel sicherer und sauberer. Ja, hast du recht. Stimmt nicht. Stinkt nicht mehr so dolle. allein der Kommentar ist immer so viel Gold wert, Alter. Ja. Immer wieder. So, 50 Glück. Bestickte Geldbörse. Ja gut, der Rest kommt gleich. So, zip. Ja, so, was machen wir als nächstes? Jetzt könnten wir die 20er in Angriff nehmen. Richtig. Beton liegt auf könnten wir. Was sagst du dazu? Timme! Können wir auch auf ein nächstes Mal verschieben. Naja, was heißt nächstes Mal? Ne? Also wir haben ja eigentlich noch ein bisschen Zeit. Also ich habe noch Zeit. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Weil wegen Baum. Wie gesagt, also wenn es nach mir geht, wir können noch ein bisschen. Das hört sich gut an. Also wollen wir noch anbrechen oder... Na, war ja klar. Und was wollen wir dann machen? Das können wir natürlich auch machen. Jo. Oh, da ist er ja wieder. Ja. Familie. Ich muss mir gerade echt ein Schild basteln, wo im Sinne von, nehme gerade auf mit jemandem, bitte nicht stören. Ja, das müsstest du dann schon irgendwie machen. Oder mir eine eigene Wohnung suchen. Oder das. Na gut. Irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. So. Aber da du ja nun gerade gesagt hast, ja, wir machen jetzt für heute Schluss. Genau. Bedanken wir beide uns herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ja. Nochmal. Und ich entschuldige mich für die häufigen Unterbrechungen. Ja gut, das ist Familie, das ist Leben, da kannst du halt nicht immer, ne? Das ist nun mal und ja. Was will man dazu sagen? Da kann man nichts zu sagen. Das ist nun mal so. Kann man leider nichts zu sagen. Gut, aber wie gesagt, wir bedanken uns herzlich fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Wir hoffen natürlich, euch hat's gefallen.
Natürlich heute mal wieder ein bisschen anders. Heute haben wir wieder bessere Laune und hittete und hey. Yay! Ja, genau. So, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Guild Wars 2, wenn wir dann eventuell die Weitergehen. Halt die Klappe. Wenn wir dann die Stufe 20er Quests in Angriff nehmen oder auch nicht, werden wir dann sehen. Ja, und werden wir sehen. Genau, also. Tschüss, Freunde.